Hallo liebe Freunde auf Facebook, YouTube, Twitter und Co. Seit langer, langer Zeit mal wieder ein ganz kleines Video von mir, Jörg von Bodemotion. Und ich habe mal was bestellt bei Saal Digital. Saal Digital ist, wenn man Facebook glauben darf oder den Fotografen bei Facebook, so die Quelle für tolle Ergebnisse. Und ich war immer ein bisschen skeptisch, weil ich dachte, nur, die machen auch nur Bilder auf Papier und was sollen die anders machen als die Druckereien, die ich kenne. Jetzt hat sich aber doch mal was bei mir ergeben und ich habe das Ganze mal testen wollen mit einem einzelnen Bild. Ja? Und was ich euch jetzt zeigen möchte und erklären möchte, ist für mich eigentlich der Grund, warum ich zukünftig weitaus mehr dort bestellen werde, als ich es ursprünglich gedacht hatte. Die Preise sind alle wesentlich teurer als günstig, sagen wir es mal so. Also zuerst denkt man, boah, ist aber schon viel Geld für so einen einzelnen Druck, aber ich kann euch jetzt schon mal verraten, alles ist die Sache wert. Als erstes hat mich gefreut, als meine Lieferung angekommen ist, dass sie in so einer stabilen, festen Pappverpackung gekommen ist. Das ist erstmal nichts Besonderes, das machen andere auch, aber da habe ich mich dann schon mal drüber gefreut. Worüber ich mich noch mehr gefreut habe, das machten dann weitaus nicht mehr alle, das ist, dass, Moment, dann neben der Rechnung, ne, um die ich mich ja dann selber auch nicht mehr kümmern muss, durch das Ausdrucken, ja, war die ganze Lieferung, also meiner Bilder, nochmal in so einer stabilen Innenverpackung. Ja, und zwar neutral gehalten, also kein Logo oder irgendetwas da drauf. Da war das Ganze dann nochmal eingeschlagen, ja, um sicherzugehen, dass meine Werke quasi nicht verletzt werden oder beschädigt werden unterwegs. Und dann, und das ist jetzt der ausschlaggebende Punkt, ja, neben all diesen schon bereits coolen Sachen, ja, finde ich mein Bild, ja, also mein Erzeugnis, in einem weiteren neutralen Umschlag. Und ich bitte euch, wie cool ist das denn? Ja, das heißt, ich als Fotograf, ja, kann meine Aufträge bei Saal Digital in Auftrag geben, ja, und bekomme neutrale, für mich sofort weiterverwendbare Umschläge, Materialien, Verpackungen und so, die ich quasi einmal mit der Rechnung sofort in die Buchhaltung geben kann und dann auch direkt dem Kunden in die Hand geben kann, ohne Schleichwerbung für andere zu machen. Und last but not least, ja, was soll ich anderes sagen? Ich habe mir hier so ein Feinart-Dings-Print geholt. Super dickes Papier, ja. Ein mattes Foto. Ja, ein matt, also richtig tolle 1A-Qualität, super Detailreichtum in matt, ja, mit ganz tollen Farben. Super Struktur und jetzt mal ganz ehrlich, sowas gebe ich meinen Kunden gerne in die Hand. Ja? Scheiß auf Geld, ist nur Geld. Ja? Aber das ist gute Qualität, super Weiterverwendbarkeit, völlig problemlose Handhabbarkeit meinerseits. Ja? Das heißt, ich kann mir einen super Workflow zurechtlegen. Ja, absolute Empfehlung meinerseits. Das ist für mich entspannt professionelles Arbeiten. In dem Fall mit Saal Digital. Ich werde es nochmal weiter ausprobieren und euch dann berichten, wenn ihr Interesse habt. Falls ihr das noch nicht kennt, ja, oder kennenlernen wollt oder Fragen dazu habt, stellt sie mir in den Kommentaren. Ja, teilt es mit euren Freunden, die sich dafür interessieren, oder bestellt selber mal was da. Und vor allen Dingen, gebt mir mal Bescheid, was ihr davon haltet. Ich bin sehr gespannt und freue mich auf euer Feedback. Bis dahin, euer Jörg von Bodemotion.